Also ich habe halt 34 Jahre lang meines Lebens als Frau gelebt und wusste zwar schon immer irgendwie, dass ich nicht wirklich eine normale Frau bin, aber was da genau Phase war, wusste ich nicht. Und erst dadurch, dass ich es jetzt eben genau weiß, versuche ich jetzt erstmal meine Identität zu finden und weiß gar nicht genau, was ich denn nun will. Wer macht Selbstbefriedigung? Wer hat Schmerzen beim Sex? Intersex ist halt zwischen den Geschlechtern sein, also nicht männlich, nicht weiblich entsprechend. Es gab früher einfach die Auffassung, dass es für die psychische und körperliche Entwicklung des Neugeborenen, das sich eben nicht eindeutig einordnen lässt, die einzige Möglichkeit ist, dass das Heil sozusagen aus der ganzen Sache rauskommt, dass man das operativ angleicht, also entweder zum Mädchen oder zum Jungen macht. Ich meine, ich wusste zwar, dass ich operiert worden bin, ich wusste, dass mir meine Hoden geklaut worden sind, das wusste ich wohl, aber dass ich in meinem Genitalbereich auch rumoperiert habe, das weiß ich halt jetzt erst seit kurzem. Also Intersexualität ist der Moment oder ist das, wenn jemand eben geschlechtlich nicht eindeutig eingeordnet werden kann. Man aber trotzdem natürlich damit konfrontiert ist, irgendwie in einer Gesellschaft zu leben, die meistens davon ausgeht, dass es eben nur Männer und Frauen gibt und sich irgendwie gleichzeitig dann damit auseinanderzusetzen, das selber irgendwie nicht so ganz zu sein. Das ist ganz schön. Okay, und jetzt kommst du.